Der Rechnungshof hat schlechte Nachrichten für die Stadt Wien. Laut einem Rohbericht soll das Immobilienmanagement der Stadt, kurz MA69, über fast 10 Jahre Grundstücke weit unter ihrem Marktwert verkauft haben. Auch Baurechte sollen zu unüblich günstigen Konditionen vergeben worden sein. Der Rechnungshof soll jene Verkäufe, die bis zu 40% unter dem wahren Wert an die gemeinnützigen Wohnbauträger gingen, als versteckte Subvention bezeichnet haben. Stichprobenartig wurden vom Rechnungshof 23 Transaktionen untersucht. Mindestens 70 Millionen Euro dürfte die Summe betragen, auf die die Stadt Wien de facto verzichtet hat. Die FPÖ übt an dieser Verschwendung Kritik. Baugründe der Stadt Wien sind Baugründe der Allgemeinheit, sind Besitz der Allgemeinheit. Also man darf natürlich nicht verschwenderisch mit Besitz der Allgemeinheit umgehen. Wenn das dazu genützt wird, um den Menschen günstige Baugründe zur Verfügung zu stellen, die auch bei den Menschen ankommen, das heißt, dass die Wohnkosten insgesamt sinken, dann ist das durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Wenn hier allerdings Grund und Boden der Allgemeinheit, der Steuerzahler, der Österreicher verschwendet worden ist, dann muss man ganz genau hinschauen, an wen das gegangen ist und schauen, ob nicht vielleicht Freundelwirtschaft im roten System in Wien betrieben worden ist. Nur ein Vergleich angesichts der kommenden kalten Jahreszeit. Der Heizkostenzuschuss, der in Wien vor einigen Jahren abgeschafft wurde, hätte über mehrere Jahre voll ausfinanziert werden können. Der Wiener Vizebürgermeister Johann Grudenus kritisiert, dass die Stadt Wien ihr Geld verschenkt. Vom zuständigen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig verlangt er volle Aufklärung.